Es war Nacht auf einer Insel, irgendwo im Mittelmeer. Als ich durch die Sträucher spazierte, war plötzlich etwas neben mir. Dieses Etwas war ziemlich groß. Was es war und was dann passiert ist, verrate ich dir in diesem Video. Ich habe mich entschieden, für ein paar Tage nach Kroatien auf eine größere Insel zu fahren. Zu dieser Zeit wusste ich nicht, was mich dort erwarten wird. Natürlich wollte ich meine Zeit nicht an solchen Touristenstränden verschwenden und so entschloss ich mich, ins Auto zu steigen und ein wenig die Insel zu erkunden. Die Landschaft hier ist karg und felsig. Ein europäischer Riesenläufer, der größte Skolopender Europas, sein Biss kann ziemlich schmerzhaft werden. Dieser hier ist noch relativ klein. Richtig große Exemplare werden zwischen 15 und 20 cm lang. Diese Raubfliege lauert auf Beute. Sie sieht unscheinbar aus, doch sie ist eine kleine Mordmaschine. Sie injiziert anderen Insekten ein Gift und saugt sie aus. Hier ist alles voller Ruineneidechsen. Sind sie nicht wunderschön? Am späten Nachmittag kamen noch andere Reptilien ans Tageslicht. Eine Vierstreifennatter, eine der größten Schlangen Europas. Plötzlich brummte etwas im Gebüsch. Unglaublich, sieh dir mal das an. Das ist eine Megascolia, die vielleicht größte Wespe Europas. Sieh dir meine Hand dazu im Vergleich an. Sie ist so lang wie mein Daumen. Ich war so auf die Tiere konzentriert, dass ich nicht mehr auf die Uhrzeit geachtet habe. Irgendwann brach die Dämmerung herein und ich war immer noch irgendwo auf der Insel unterwegs. Als ich einen abgelegenen Strand erreichte, fand ich dort mehrere interessante Tiere. Und ich dachte nicht daran, zurück nach Hause zu gehen. Siehst du dieses seltsame Ding im Wasser? Das ist eine Seegurke. Sie ist mit den Seeigeln und den Seesternen verwandt. Hier sind überall diese seltsamen Garnelen. Diese hier frisst gerade das Bein von irgendeiner Krabbe. Und hier sehen wir eine Krabbe, die gerade das restliche Fleisch von irgendeinem Knochen runterfrisst. Es gefiel ihr nicht, dass ich ein Video von ihr gemacht habe. Und so nahm sie ihren Knochen und ging davon. Und auch ich dachte so langsam daran, mich auf den Rückweg zu machen. Doch irgendetwas stimmte nicht. Bereits am Strand hatte ich die ganze Zeit ein seltsames Gefühl. Irgendetwas war in dieser Gegend. Ich war nicht alleine. Als ich zurück zum Auto ging, war ich sehr angespannt und habe mich ständig umgesehen. Und zwar zu Recht, wie sich wenige Sekunden später herausstellte. Plötzlich grunzte mich ein riesengroßes Wildschwein an. Diese Tiere können bis zu 100 Kilogramm schwer und manchmal auch ziemlich ungemütlich werden. Es war irgendwo hier im Gebüsch und ich konnte es nur kurz sehen. Und wäre das nicht schon genug, ging auch noch meine Taschenlampe aus. Jetzt war ich irgendwo alleine in der Dunkelheit mit einem Wildschwein. Wenn man genau lauscht, hört man es rascheln. Ich bin einfach ruhig stehen geblieben und habe gewartet. Nach einigen Sekunden zog sich das Wildschwein zurück. Bei einer Begegnung mit größeren Tieren muss man sich nur richtig verhalten, dann wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Etwas Ähnliches ist mir auch auf einer anderen Wanderung passiert. Allerdings war es damals kein Wildschwein. Wenn du wissen willst, was es war und wie die Sache ausgegangen ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!